night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Moin, ihr Lieben. Immer wieder draußen unterwegs, diesmal sogar im Hellen, ne, wie man sieht, mal ohne Taschenlampe. Ja, ich will euch mitnehmen zu so einem schönen alten Bauwerk. Und da will ich eine Brotzeit machen, ein bisschen was über Ausrüstung labern. Und ja, wenn euch das interessiert, kommt mit. Ja, wie viele von euch wissen, wurden viele alte Bahntrassen, also auch hier, zu Fahrradwegen im Ruhrgebiet umgebaut. Und ja, da geht man dann entlang solcher schönen Industriebauten hin in, sag ich mal, kleine Wäldchen hinein. Und dort findet man natürlich, weil das Ruhrgebiet sehr geschichtsträchtig ist, viele alte Bauten. Und unter anderem laufe ich hier gerade auch auf einen Bunker rum. Also hier gibt es jede Menge alte Bauten, die versteckt sind. Dort ist noch ein alter Bunkereingang. Der ist aber zugemacht. Da bin ich als Kind schon drin rumgekraucht. Ja, man hat ja auch viel im Ruhrgebiet an, sag ich mal, Bahnstrecken Bunker gebaut. Und die dort eben halt in die Erde eingelassen, versteckt unter Bahngleisen gelegt. Ganz interessantes Detail, findet man sehr oft hier im Ruhrgebiet. Ja, dann gehen wir mal weiter. Neubausiedlung, schön. Auch hier alte Brückenbauten angeschlossen mit einem Bunker. Kann man jetzt nur noch schemenhaft erahnen. Dort drüber kann ich mich noch dran erinnern, es gab ein Schiebetor, ein riesiges. Als Kind, das wurde hier rüber gefahren. Da sind auch noch Befestigungen zu sehen für die Führung. Hier war ein Schiebetor und dann konnte man hier in einen sehr massiven Bunker rein und das ging da tiefer hinein. Heute alles zugemacht, logischerweise aus, sag ich mal, Sicherheitsgründen. Aber lustig, mit Klettergerüst jetzt vorgesetzt. Da war auf jeden Fall ebenfalls eine massive Luftschutzanlage für die Zivilbevölkerung drunter, beziehungsweise für das angegliederte ehemalige, ich meine, es war eine Glashütte, die hier stand. Ja, da sieht man auch was so. Da ist das alte Gebäude. Ich meine, das ist eine ehemalige Glashütte. Ja, das war für die Jungs, die da gearbeitet haben. Auch so interessante alte Details, die noch immer teilweise natürlich genutzt werden. Hier oben drüber ist noch immer eine aktive Gleisanlage. Ja, und in diesen kleinen Hain möchte ich mit euch rein. Da gibt es nämlich was Schönes zu finden. Ja, ihr Lieben, hinter mir möchte ich jetzt auch endlich das Geheimnis lüften. Ist der Mechtenberg. Der Mechtenberg ist eine künstliche Erhebung, die geschaffen worden ist, um ein Bismarck-Denkmal aufzunehmen. Und das galt eben halt der Verehrung des Altkanzlers Bismarck. Und das fand eben halt seine Spitze, wortwörtlich Spitze, da drin, dass die Jungs da oben ein Denkmal, eine Feuersäule aufgebaut haben für den alten Herrn. Ja, und weil die Verehrung eben halt so groß war, hat man da drauf natürlich ein Feuer entzündet. Beziehungsweise da war eine Mechanik, die quasi ein Feuer in der Nacht entzünden konnte. Und die genauen Links packe ich mal hier unten in die Videobeschreibung rein. Ist letztendlich ein sehr, sehr schöner, mittlerweile sehr naturzurückgeholter Ort. Und da gehen wir jetzt hin.
Ja, ihr Lieben, jetzt bin ich am Turm. Der Turm hier wurde 1898 fertiggestellt und ja, ist knapp 17 Meter hoch, aus schwarzem Basaltstein gemacht und dadurch eben halt diese dunkle Farbe. Erinnert ein bisschen an eine Schachfigur, finde ich. Und ich kenne die Absichten nicht, aber ich glaube, dass das auch so sein sollte. Weil wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt oder befasst, ne, übrigens auch immer sehr interessant, weil aus der Geschichte kann man viele Fehler in der Vergangenheit vermeiden, wenn man die kennt, war Bismarck eine sehr, sehr wichtige Figur in der deutschen Politik bzw. in der deutschen Einigungsfindung. Und ich denke, man sieht auch daran, wie viel er den Menschen bedeutet hat, dass es über 170 Türme gab auf deutschem Boden damals. Und ist natürlich ein Zeichen dafür, dass der Mann irgendwas richtig gemacht hat. Ne? Ja, letztendlich heutzutage wird es leider beschmiert. Ne? Kinder und Narrenhände beschmieren alle Wände. Ist traurig, aber gut. Deutschland hat in der Hinsicht eh Probleme mit Identitätsfindung, ja, beziehungsweise mit dem eigenen Bewusstsein. Ja, letztendlich haben wir hier auch einen richtig schönen Aussichtspunkt. Ich schwenke gleich mal die Kamera rum, dann könnt ihr ebenfalls ein bisschen gucken. Und ich fand das Teil schon als Kind immer faszinierend, wo ich mit meinem Großvater hier oft hingegangen bin. Und allein die Optik. Also es ist wie ein schwarzer Monolith in so einem Wäldchen. Ne? Und da fragt man sich dann als Kind, ist das irgendwas von Magie, Zauber, Hexerei? Ne? Oder also war auf jeden Fall für mich immer magisch. Und jetzt bin ich alt und gehe immer noch gerne hier hin, weil das ein sehr, sehr schöner Aussichtspunkt ist mit vielen Erinnerungen von meiner Familie. Ja, schon ein schönes Fleckchen Erde. Gar nicht so schlimm, wie viele denken. Aber gut, wenn man Schlechtes gewöhnt ist, ist das gar nicht so schlimm. Nee, Spaß beiseite. Also, ich bin ja wirklich ein Kind des Strukturwandels. Ich habe das ja, die ganzen Zechen hier noch bewusst mitbekommen. Das Ruhrgebiet war nicht schön, definitiv nicht. Aber mittlerweile, ich finde es faszinierend zu sehen, wie schnell die Natur sich ihre Sachen zurückholt. Also,
Es ist so vermessen vom Menschen zu sagen, dass die Natur unseren Schutz braucht. Natürlich braucht sie unseren Schutz, sagen wir mal so, sie braucht unseren Respekt. Aber um das mal so zu formulieren, ich glaube, wir genießen den Schutz der Natur. Die Erde ist gnädig, oder wie war das in so einem Lied? Ich glaube, da sollten wir uns drüber bewusst werden. Jo, ich habe Hunger. Es gibt Käffchen und Brötchen. Kalte Hände habe ich, ey. Das ist so ein eisiger Wind gerade, der hier rumgeht. Da bin ich jedes Mal froh, wenn ich die Thermoskanne auspacke und erstmal was schön Heißes zu trinken habe. Also, kann mir sagen, wer will, ne? Im Winter, ne? Ist eine Thermoskanne, wenn du draußen unterwegs bist, einfach nur göttlich. Ne? Das ist einfach nur quasi echt wirklich fantastisch. Sowieso Leute, Arschkissen immer dabei haben. Einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände. Mein Hintern jetzt auf der kalten Bank? Nein. Dann lieber schön weich gepolstert mit dem Arsch auf so einer Matte auch. Scheißegal, ob die lachen. Aber so eine Arschmatte, die rettet euch sprichwörtlich den Hintern. Ja, ich war bei einem Bäcker, habe mir zwei Brötchen geholt und beim Metzger habe ich mir Tatar geholt. Ich liebe ja Tatar, das ist ja einfach, im Endeffekt ist es Rindfleisch, also es ist Rindertatar, rohes Fleisch. Und das mit Pfeffer und Salz auf dem Brötchen, mehr brauche ich nicht, dann bin ich glücklich. So, jetzt schmier ich mir erstmal mein Brötchen. Ja, und weil wir natürlich keine Wilden sind, ne, machen wir das alles mit Kultur. Mein Brotmesser. Ne, die Brötchen rausgeholt. Schön aufgeschnitten. Ne, möglichst nicht die Hand aufschneiden. Ne, ja, ist ja nicht so, als ob mir sowas nicht schon mal passiert ist. Und weil wir natürlich richtig kultiviert sind, ich habe auch immer so ein kleines Brettchen dabei. Das habe ich mir von diesen Wildo-Boxen abgekauft. Die sind ja auch richtig geil. Aber ich habe schon eine Brotdose aus Edelstahl, mit der kann ich auch kochen. Und dafür habe ich das genau zugeschnitten. Ihr kennt ja meine Doubles-Dose, womit ich immer so viel koche. Und die passt hier quasi genau rein. Und das ist für mich ganz praktisch, da habe ich dann immer alles rein. Sprich, ich kann meine Brötchen hier schön kultiviert auf mein Brettchen ablegen, ne? Und nicht wie ein Affe einfach irgendwo hinlegen. Ich meine, ein bisschen Schmutz bin ich auch nicht fies vor, aber ein wenig Kultur muss sein, meine Herren und Damen. Damen und Herren, sagt man. Ne? Ja, so. Jetzt habe ich mir noch, wo ist es? So ein Pfeffertütchen geben lassen. Die gute Dame war so lieb von der Bäckerei und hat mir dann einfach was aus den ihren Lager gegeben. Dann kommt da ein bisschen Pfeffer drauf. Darf auch ein bisschen mehr sein. Schadet kein. Und dann haben wir ein Festmahl. Darf ruhig so rustikal aussehen. Und dann sage ich mal, für mich auf jeden Fall guten Hunger. Ich muss die Kamera mal ein bisschen umstellen, damit ihr mich besser beim Essen sehen könnt. Ja, ihr Lieben, guten Hunger. Das hat mein Großvater schon immer gegessen. Und das habe ich, glaube ich, als erstes Mal als Kind gegessen, und weil ich hier gerade so in Erinnerung schwelge von meinem Opa, ich blende mal ein Foto von dem ein, von mir und meinem Opa, weil ich gerade so in Erinnerung schwebe an diesen Mann. Ich habe sehr, sehr viel mit dem erlebt. Ich bin bedingt durch, sag ich mal, Wirtschaftswunder, mussten meine Eltern viel arbeiten, und ich bin sehr viel bei meinen Großeltern groß geworden.
war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe sehr, sehr viel von diesen Leuten gelernt. Noch aus der Kriegszeit etc. Und der hat halt liebend gern gegessen. Tatar auf Brötchen mit Zwiebeln. Die habe ich vergessen, aber es wird gegessen, was da ist. Und von denen habe ich sehr viel gelernt und das genieße ich. Man muss sowieso gucken, dass man mit dem, was man hat, ordentlich umgeht. Und auch wenn es die Erinnerungen sind, die sollte man auch ordentlich bewahren. Und auch solche Menschen daran, sag ich mal, oder solche Menschen damit verehren. Verehren ist ein blöder Ausdruck, das hört sich irgendwie so geschwollen an. Aber man sollte solche Menschen gut in Erinnerung halten. Weil die haben einen dahin gebracht, wo man jetzt ist. Ja. Ja, und wenn man dann an solche Orte zurückkehrt, wo man mit den Menschen war, dann habe ich das zumindest, da bin ich immer, dann sind die wieder für mich lebendig. Ne? Gott hab ihn selig. Aber ich habe viel gelernt von diesen Menschen. Ne? Und da kommen mir so viele Erinnerungen, zum Beispiel Cola aus Angola. Ne? Mein Großvater war Getränkelieferant. Und der hat quasi für einen Getränkedienst gearbeitet, der quasi im ganzen Ruhrgebiet gearbeitet hat und auch außerhalb vom Ruhrgebiet, angefangen Sauerland. Und mit denen habe ich dann, wenn ich keine Schule hatte, der hat auch samstags gearbeitet und auch teilweise sogar sonntags. Ne? Da ist so die Unterschiede zur heutigen Zeit. Jedenfalls hat er auch viel gearbeitet, der gute Mann. Und da bin ich immer mit dem mitgefahren, wenn ich Zeit hatte. Ich bin gerne mitgefahren. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne mitgefahren. Mein Opa war ein Mann, der hat viel, viel erlebt im Krieg. Aber das ist eine andere Story. Und ist auf jeden Fall schön, sich wieder an solche Sachen zu erinnern. Ja, ausrüstungstechnisch, wenn ihr quasi unterwegs seid und ihr kennt eure Ausrüstung, ist das super entspannt, finde ich. Also geht nichts darüber, wie wenn man weiß, wie die Ausrüstung funktioniert, beziehungsweise wenn die Ausrüstung zu einem passt. Diese Kombi, dass ein Mensch oder ein Mann, eine Frau, also Mensch hört sich doof an, aber wenn ein Mann, genauso Frau, ne, Gleichberechtigung, hallo, bla, ne, braucht man nicht drüber reden. Letztendlich, dass wenn man weiß, es geht nichts drüber, wenn man seine Ausrüstung blind aus dem FF kennt. Ich habe auch lange Zeit hin und her geswitcht, geguckt, was zu mir passt. Dadurch kauft man auch viel Ausrüstung. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber letztendlich muss man ja auch herausfinden, was zu einem passt. Und wenn man das einmal raus hat, diese Kombi, dann wird ein Naturerlebnis erst richtig geil. Also ich finde es immer faszinierend, wie viele Menschen über theoretisches Wissen verfügen. Aber wenn man die dann mal fragt, hör mal, wie war denn, ne? Wie war denn deine Erfahrung damit, ne? Ja, muss ich noch ausprobieren, ne? Also, es geht nichts über seine Ausrüstung erfahren, ne? Das fängt schon damit an, dass ihr euch darüber Gedanken macht, was für ein Tarp braucht ihr. Braucht ihr ein Tarp? Braucht ihr ein Zelt? Braucht ihr einen Schlafsack? Braucht ihr ein Quilt, ne? Was ist das überhaupt, die ganzen Unterschiede? Und wenn man da einmal so die Kombi findet, dann merkt man eigentlich, dass man sich bedienen kann, wie man will. Man muss nicht ultraleit sein, man muss nicht traditionell sein, man muss nicht, weiß ich, so taktikcool sein, sondern man nimmt sich das raus, was man will. Und daraus entsteht ein eigener Stil. Der eigene Stil ist verdammt wichtig für jemanden. Und dieser eigene Stil, wenn man den einmal gefunden hat und damit quasi draußen in der Natur ist, also ganz ehrlich, wenn man Erfahrung hat in der Natur, sprich man geht regelmäßig raus, man lernt das Wetter kennen,
man lernt die Unterschiede kennen, man guckt in den Himmel und weiß ganz genau, oh, das gibt gibt gleich Regen oder das fängt gleich an zu stürmen. Das sind alles Erfahrungswerte, wenn man die einmal gesammelt hat, aber die hat, man hat eine verlässliche Ausrüstung, dann ist die Natur dein Zuhause. Dann fängt die an, erstmal dein Zuhause zu werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Den kann man nicht aus Büchern lesen, den kann man nicht aus irgendwelchen Videos herausfinden. Ja, klar ist das schön anzusehen. Aber Entschuldigung. Ach, scheißegal. Aber ihr müsst euer Wissen selbst erlangen und auch erleben. Ein Video wird euch keine Erfahrung vermitteln. Nicht eure eigene. Die wird euch eine Erfahrung von jemand anderem höchstens vermitteln. Und selbst dann sind nur eine theoretische Erscheinung. Sprich, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, was andere euch sagen. Geht raus, macht die Scheiße selber, macht eure Fehler, verbrennt euch die Finger, schlaft in einen nassen Schlafsack. Gehört alles dazu. Wie gesagt, manche nennen es Fehler, aber in Wirklichkeit sind Fehler Erfahrungen. Die sind da, um gemacht zu werden. Das ist sowieso, das ist ein altes Sprichwort. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und aus all diesen Fehlern geht ihr eben halt hervor als jemand, der sich auskennt. Und das kann euch kein theoretisches Wissen vermitteln. Und um auf das Thema Ausrüstung nochmal zurückzukommen. Das Brettchen hier, die Dose, wenn ihr fragt, was das ist, kann ich euch diese ganzen Sachen gerne vermitteln. Ich kann euch gerne zeigen, was ich mir geholt habe. Aber im Endeffekt ist das meine Ausrüstung und nicht eure. In der Hinsicht. Das war das Abschlusswort. Ich danke euch für eure Zeit. Ich werde jetzt noch ein bisschen schmausen. Dann werde ich euch noch ein bisschen die Augen versüßen mit vielleicht ein paar schönen Naturaufnahmen. Weil gerade bei so einer diesigen, kalten Landschaft habe ich viel Spaß dran, meine Augen schleifen zu lassen. Einfach schön zu sehen. Wie gesagt, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut.